Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit Balui und Katze. Mario. Überraschenderweise. Ganz neue Konstellation ausnahmsweise. Ja, das hatten wir noch nicht. Ja, das ist neu so. Tiet. Katze hat einen neuen Trecker. Jo. Wer es in der letzten Folge nicht gesehen hat. Wie sieht der aus? Und unsere ganze Ernte ist hinüber. Wer es auch in der letzten Folge nicht gesehen hat. Ihr solltet euch die letzte Folge einfach angucken. Das ist eine traurige Fiasko-Folge. Mein Auto ist über den Fluss geflogen. Ja, und unsere Ernte ist vergammelt. Was ist wichtiger, ein kaputtes Auto oder die kaputte Ernte? Kannst du mal herkommen zu mir? Ich möchte mal wissen, ob dein Trecker mit den mehr PS das hier schneller hinkriegt als meiner. Ja, krieg dahin. Kann ich dir jetzt schon sagen. Also meiner kann das mit 9 km/h. Wenn er das doppelt so schnell kann, wäre das natürlich witzig. Und doppelt so schnell wird es nicht sein. Ja, okay, er hat nur 50 PS mehr, aber ein Drittel schneller. Das heißt, meiner hat 50 PS mehr als deiner? Ja. Ach, du hast ja diesen orangenen Trecker, oder? Ja, meiner ist sowieso der schwächste von allen. Wo kannst du das nachgucken? Selbst mein kleiner Roter war übrigens schneller als deiner. Nicht schneller, es geht um die Kraft. Um die Kraft? Aber mehr Kraft bedeutet doch auch automatisch mehr Beschleunigung. Nein, nicht immer, oder? Also wenn ich mehr Muskeln in den Beinen habe, dann bin ich schneller unterwegs. Wenn du mehr Pferde vorm Wagen hast, dann kannst du schneller fahren. Mein ST Max ist doch nicht der schlechte. Habe ich jetzt wirklich einen guten Trecker verkauft, dann tut's mir leid. Der Orangen ist der schlechtere von beiden, von unseren dreien. Miris ist der krasseste gewesen und meiner war halt noch so ein Allrounder, aber der war so Mittelklasse und deiner ist der schlechteste. Der fährt auch am langsamsten von allen. Der fährt halt vorsichtiger. Der kann da nichts dafür. Hör auf, meinen Trecker zu mobben. Ja, aber ehrlich, was soll denn das jetzt? Unhöflich. Du solltest halt jetzt einfach herkommen und gucken, ob du das hier schneller ziehen kannst als ich. Was anderes wolltet jetzt nicht in den Hass-Tirade gegen meinen kleinen süßen orangenen Trecker, ja? Ey, du hast einen kleinen süßen orangenen Trecker? Wo ist der? Versteckt er sich hinter dem hässlichen von dir, oder? Hinter dem Scheiß-Trecker? Ich hab einen Navi in meinem Trecker. Ja, und ich hab einen Frontal-Crash mit deinem Trecker. Nein, ich bin gerade auf der Spur. Guck. Kannst du mal den Gruber wegmachen? Ich will das testen. Muss noch V drücken, damit er runter ist. So, jetzt Gruber da, oder was? Wie viel fährt deiner mit dem? 9. Ja, ich fahr 13. Katze, krieg ich deinen Trecker? Das ist eine gute Frage. Ich beantworte die Frage mit einer Gegenfrage. Bist du bekloppt? Mein Trecker. Wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, werde ich mir auch einen tollen Trecker holen. Das ist dein Recht, ja. Ich will auch nicht. Du hast einen guten Trecker, du hast den besten. Nein. Fies. Was kann denn mein Trecker dann? Der ist ja nur zum Transportieren von Sachen geeignet. Und nicht mal das kann der schnell. Dann verticke ich das Ding und miete mir lieber einen geileren. Hier hast du eins vergessen. Blauli, hier hast du eins vergessen. Ja, komm hier, Katze. Hier muss das ganze Feld hier nachher mittig gegrubert werden. Hier siehst du den Streifen hier, wo überall schon noch auch alles verrottet ist und ganz links. Nee, ganz. Wo hat Miri denn geerntet? Ach, Miri grubert. Hä? Grubert! Du sähst schon, ohne es zu grubern? Das war schon gegrubert, das habe ich doch schon gegrubert. Ach so. Ah, hier ist die Ernte. Okay. Gruber, Katze. Nee, wo war denn die Ernte? Gruber, Katze. Gruber, ganz links gruber, neben gruber, mir, da wo ich. Da, ja, die genau, Katze, da wo ich grubert, Gruber, Katze. Grabze, grubert. Ach, hier. Katze, grubert, ah, grubert. Katze, grubert. Halt doch die Klappe! Mann, kann denn mal einer ausschalten? Katze, grubert. Herr ja, Günther. Weil Louis dreht am Rad, dreh und Katze Grubert, ja. Grubert, dreht. Wer am Rad, dreh. Weil Louis dreht am Rad, dreht. Die Maisernte ist damit vollständig? Oh nein. Ab sofort neuer Kanalname, Gruber Katze. Oh nein. Oh, Miri. Ich räume mir nur Zeug aus dem Weg. Das Ganze ist alles liegt. Gruber. Sieht gut aus. Ich hab's aufgeräumt. Ich hab's gestapelt. Sehr gut. Aber das war alles in der Erntemaschine, war jetzt leer, ne? Ja. Komplett. Könntest du mir eben das Ding, das hier mittig auf dem Feld liegt, noch wegschieben, bitte? Mach ich doch mit links. Ich wollte gerade nur gucken, was Mais bringt. Kann das dein kleiner orangener Traktor? Bestimmt. Kann der überhaupt was dein kleiner orangener Traktor? Ruhe. Was bringt denn, wo sehe ich denn was Mais? Mais bringt im Moment am Hafen 1000 pro Einheit. Wir hätten 4000. Aber das ist jetzt was Besonderes.
Ich würde es ja wegbringen, wenn du die Maschine, die das wegbringen könnte, nicht sonst wohin geparkt hättest. Welche Maschine? So. Wuhu! Ich hab so voll die panisch schnelle Musik, so voll funky und so, wären das nicht hier mit dem Gruber grobere. Voll unpassend. In der Grube. Eine chillige Musik wäre eher was. Ich grube über das Feld und grube Gruber. Das ist halt einfach richtig wichtig. Das ist halt richtig wichtig. Bitter. Und wir wissen auch immer noch nicht, warum wir jetzt keine Felder mehr kaufen können, ne? Eine was? Wow, keine du hast Felder das Ding kaufen, abgeholt. Ich wollte, dass du es einfach nur zur Seite wir können schießt. Wahrscheinlich Felder kaufen. Wir müssen nur die richtige Taste drücken. Ach so. Ich habe es einfach weggefahren alles. Ne? Dann ist es ja nicht im Weg. Das andere Ding liegt mir jetzt wieder im Weg. Das hast du wieder verschoben. Welches andere Ding? Das große Rote, das ich vorhin weggeschoben hatte. Hier das. Warum muss ich das schon wieder wegschieben? Aber fies, ich fahre jetzt zum Hafen, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Du hast, warum räumst du denn nicht richtig auf? Du kannst mir nicht noch mehr Zeug in den Weg legen, das ich schon aufgeräumt habe. La la la, I can't hear you, la la la. Mann. La 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 la. So geht man bestimmt auch auf Feldern mit seinen Sachen um. Einfach mit dem Traktor wegschieben, wenn es im Weg liegt. Bestimmt, machen die ständig. So Bauern immer, ach, scheiß drauf. Ich muss Mais wegbringen, das gibt gerade besonders viel Geld. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, kann man das Mais denn nicht irgendwie für die Kühe oder so? Aber nein, vielleicht für den Kraftfutter oder so. Hab mal gehört, ist nicht im Kraftfutter ganz viel Mais drin? Mal. Ja. Aber, ja. Hühner fressen alles. Können wir Hühner haben? Ich wüsste nicht, dass sie hier Hühner im Spiel reinbringen. Das wäre cool. Viel. Hühner fressen alles? Waren das nicht Schweine? Hühner fressen alles, sogar ihre eigenen Eier. Wenn du sie drauf trainierst. Wenn du ihnen eins gibst, dann fressen sie ihre Eier. Was dumm ist, weil dann hast du keine Eier mehr, weil deine Hühner die fressen. So. Oh, da ist was aus mir rausgekommen. Oh, dann kannst lecker. du die aber theoretisch verkaufen. Was, die Hühner oder die Eier? Die Hühner. Niemand will eierfressende Hühner, glaube ich. Wir haben zwei Kühe. Mach's mit Werbung. Eierfressende Hühner. Warum haben wir zwei Kühe? Weil wir schon immer zwei hatten. Eines braun, die andere ist weiß. Aber warum wird mir nur eine Kuh angezeigt von den beiden? Und die werden auch für jeden unterschiedlich angezeigt. Ja, die schläft gerade, die andere. Die ist unter der Erde. Vielleicht ist sie tot. Weil habt ihr was dagegen, wenn wir kurz noch 111 Kühe kaufen? Kostet 577.000. Im Angebot. Wieso 111? Warum so eine komische Zahl? Weil man durch Mausrad drehen die Zahl erhöhen kann und ich das nicht wusste. Wo stellen wir so viele Kühe hin? Unsere Weide ist viel zu klein. Und was haben sie wie Milch, die produzieren, wenn du so viele Kühe hättest? Wer muss die alle melken? Wer muss die alle füttern? Wie sollen wir die nur füttern? Stell sie aufs Feld. Wenn das schlecht ist, kannst du einfach eine Kuh draufstellen. Die macht das weg. Hier friss mal das schlechte Zeug. Also das Nominalwertfältchen hier kostet uns 261.630 Dollar. Ja. Vielleicht sollten wir es erstmal versuchen, dass wir unsere normalen Felder. Ja, kaufen wir das. Ist das gerade im Angebot? Kaufen wir uns das Feld im Angebot? Ich kaufe das kurz, okay? Vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, dass wir unsere normalen Felder bewirtet kriegen, ohne dass alles vergammelt. Ja, dann musst du halt aufhören, hier die ganze Zeit Stress zu schieben. Ich habe gehört, man kann auch Helfer einstellen, wenn man das alles selber nicht schafft. Ja, aber das kostet Geld. Ja, aber besser als eine vergammelte Ernte. Findest du? Das kostet uns viel mehr Geld. Das ist nicht wahr. Hä? Allein die Arbeitszeit, das jetzt wieder zu grubern, neu zu sehen, Saatgut ist ja auch umsonst. Ne, geh da nach Puerto Rico da und bettel um Saat. Dann geben sie dir was. Also Blaudi, ich finde, du bist sehr, sehr unzufrieden gerade. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass du so unzufrieden bist. Ich bin sehr unzufrieden. Ach, warum nur? Aber Blaudi, bitte denke daran, dass auch mein Stapler Gefühle hat. Und wenn der zu sauer wird, dann haut er dich kaputt. Ich habe keine Angst vor dir und deinem Stapler. Das ist halt dann dein Problem, nicht meins. Macht ein Duell bei Sonnenuntergang. Wuhu. Bin ich dafür. Ich habe jetzt gerade Geld. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Kann ich mir dafür eine Kuh kaufen? Ja, nein. Eine kleine? Solange du nichts hast, um deine Kühe zu füttern, kriegst du keine weitere Kuh. Nur eine kleine. Nein. Nur eine ganz kleine. Nein. Katze, was machen die Baumstämme?
Ja, ich wollte jetzt gerade losfahren, aber ich finde gerade meine Gabel nicht. Wo liegt die denn? In der Schublade beim Besteck. Ich hab meine Gabel vergessen. Wo ist meine Gabel? Oh, das war so schlecht, Miri. Geh nicht verbuddeln mit Katze. Übrigens habe ich keine Besteckschublade und ich habe nur eine einzige Gabel und liegt vor mir. Okay. Kannst du damit auch Heuballen essen? Stimmt. Ah, ich hab sie gefunden. Ich dachte, sie liegt vor dir. Ja. Tut's auch. Deswegen hat er sie gefunden. Ach so. Korrekt. Wo ist nun meine Gabel? Verstehe ich nicht. Warum ist die Gabel weg? Peace. Peace. Wer hat die Gabel los? Wer hat die Gabel los? Die Anzeige von meinem Traktor ist rot. Was für eine Anzeige von deinem Traktor? Und 40. Ja, vielleicht solltest du irgendwann mal tanken fahren. Ich habe ihn nicht leer gemacht. Stimmt, nur derjenige, der dann vor dem leeren Tank steht, muss ihn zur Tankstelle bringen. Dann nehme ich einfach ab sofort bei Louis Traktor. Ja, der ist ja eh scheiße. Dann nehme ich und damit ist meine Saat auch noch ausgegangen. Katze, haben wir noch Saatgut? Bitte, sag, dass wir noch Saatgut haben. Wo ist denn die blöde Tankstelle? Ich hatte vor, neues Saatgut zu kaufen. Ah, das ist hilfreich. Fällt mir gerade auf. Das Problem ist, wir haben das nie gekauft und jetzt haben wir kein Geld mehr dafür. Wir müssen wohl mehr Zuckerrohr anpflanzen. Hi, Blauli. Hallo, Kat. Du musst Miri so Zuckerrohr aus dein Saatgut aufladen. Nö, ich bin zu den Baumstämmen unterwegs. Oh Mann, ey. Ich habe aber eine gute Nachricht für dich, Blauli. Ja. Gleich ist es vorbei. Bringt euch jetzt um. Ja. Geht's los. Alarm Licht an, nur ich nicht, ups. Bisschen dunkel, ne? Nee, irgendwie ist es nicht wirklich ein großartiger Unterschied, ob man mit oder ohne Licht fährt. Aber ich tank meinen Trecker jetzt auch mal voll. Ich fürchte, ich kann die nicht benutzen. Sind sie gesperrt? Ja. Es zählt als Wand, Mann. Ja, tranken. Tanken. Blablabla. Aber ich kann den großen Kran benutzen und der kostet uns Geld, wenn ich das mache. Du musst R drücken, damit tankst du. Dass ich fahren kann während dem Tanken, finde ich sehr beeindruckend. Ja, einfach Rüssel rein und ein bisschen hin und her wackeln, was soll's. Da steht auch, wie lange ich den Wagen noch ungefähr benutzen kann. 25 Stunden. Das ist ja gar nicht so viel. Juhu! Welchem Trecker haben wir noch immer 25? Oh, guckt euch das an, das ist so bitter. Guckt euch einfach. Mein ganzes schönes Fell. Lauli. Wisst ihr, das ist, also ich hätte nicht gedacht, aber das löst wirklich ein Gefühl der Frustration aus, wenn ich das sehe. Ich hätte nicht gedacht, es war so viel Arbeit, dieses Scheißzeug zu pflanzen. Grubern und auch versucht zu düngen, was nur Spritzen war. Und dann kommst du auf den Server und es ist halt einfach alles für den Arsch. Das kann doch nicht sein. Lauli, ich hab was Tolles gemacht. Zum Kotzen. Was denn? Ich hab meinen Stapler auf den Rücken gedreht mit dem großen Kran am Bahnhof. Wo ist denn der Gruber? Ach, der steht da auf dem Feld. Toll, Katze. Ist auch noch gar nicht alles voll fertig. Wo ist der Gruber? Ich weiß nicht, warum Katze wieder mittendrin aufgehört hat, seine Arbeit nachzugehen. Ich hab doch den Gruber gegrubert. Nein, du hast einen Teil vom Feld vergessen. Du musst aber auf Map gucken, wo man noch was grubern musste. Wo ist denn der Gruber? Ihr müsst da stehen. Und schnapp. Zuschnappen. Und jetzt hoch. Und dann zuschnappen. Oh, nein, daneben. Miri, wir haben noch Saatgut. Bringst du mir, soll ich kann dir eine Schaufel mit Saat bringen. Ultra N-Series. Oh nein, ich bekomme meinen Stapler nicht mehr aufgerichtet. Wo ist denn die Schaufel? Katze, ist die Schaufel hier irgendwo rum? Welche denn? Die für Saatgut. Die Schaufel für Saatgut? Ja, womit ich Saatgut aufschaufeln kann. Ach so, ja, die müsste irgendwo rumliegen. Das ist wohl bei der Fall. Ah, da vorne. Bisschen Saatgut haben wir ja noch, aber nicht mehr viel.
Ja, es liegt nicht mehr so viel auf dem Boden. Ich kann mal gucken, ob ich Neues kaufen kann. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So. Oh lol, einer von den Anhängern momentan ist extrem rabattiert. Überlader dient zum Einsatz im Feld Zwischenspeicher von Fruchtarten. Angebot. Das ist dämlich. Der ist im Angebot. So, Paletten. Was brauchen wir? Saatgut, Mineraldünger, Flüssigdünger, Schweinefutter. Palette Setzlinge, Palette Pappelsetzlinge, okay. Eine Zuckerrohrpalette. Eine Zuckerrohrpalette ist so Geschichte, gell? Aber die Saatgut-Anhänger hier, die können wir mal kaufen. Oder ein, zwei Stück von. Okay. Wieso Saatgut-Anhänger? Es gibt extra Saatgut-Anhänger? Nein, das ist halt nur Saatgut, aber ich kaufe da jetzt mal. Wie ist das hier deine Sämaschine, die hier vorne steht? Nicht, dass ich die falsche befülle. Steht noch auf dem Feld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo du bist. Unten bei der Garage steht auch so ein Saatmaschinchen. So, ich habe jetzt 4 neue Saatgutbehälter gekauft. Das sind fast 4.000 Dollar. Ich habe noch 2.800 übrig. Aber wir brauchen Saat für den Fall, dass wieder was schief geht. Bevor das Geld uns abgehoben wird. Da hinten auf dem Feld. Das ist ein Gruber. Hans-Josef Gruber. Was hast du denn mit deinem Josef? Kennst du das nicht? Ohne Scheiß jetzt, stirb langsam. Im ersten Teil heißt der Antagonist Hans-Josef Gruber. Ja, ist gut, ich kenn's doch. Und im zweiten ist das doch der Bruder von Hans-Josef. Und dann wird das doch so cool gesagt. Sie kannten meinen Bruder, Hans-Josef Gruber. Ja. So, eröffnen. So, jetzt kann ich ja theoretisch das einfach befüllen. Guck mal, dass das klappt. Juju. Sachen holen, ja. Nice, nice, nice. So. Party-Stapler. Woo. Party-Stapler. Wupp, wupp, wupp. Was? Passt da nur so wenig Seed rein? Ich habe noch 70% auch in der Schaufel. Wie wenig passt denn da nur rein, Miri? Ja, so wie viele Einheiten sind denn? Dort wieder nachfüllen muss, ständig. Da können wir da Erweiterungstanks verkaufen. Ist das diese Zuckerrohrseemaschine oder was? Nee. Upsi. Upsi. Hab Katz das Gewicht abgehängt. Ja, das war nur dran, damit es nicht rumsteht. Brauchst du wahrscheinlich gar nicht bei den kleinen Dingen. Brauchst du nur, wenn du dann irgendwie in die schweren Geschichten reingehst. So, ich wollte jetzt gerade mal gucken. Die Sämaschine hat Saat, aber sie ist nicht voll. Der hat nur 70% Saatgut aufgenommen. Warum denn nicht mehr? Welche Farbe hat das Saatgut? Ist das, Grüne. Mit einer Pflanze drauf. Dann ist es der Dünger. Und das Blaue? Das Blaue, das aussieht wie Bohnen, das ist die Saat. Warum ist das so behindert? Naja, auf jeden Fall kriege ich aus meiner Schaufel gerade nicht mehr raus. Oh shit. Ja, natürlich nicht. Gut, wenn ich die Saat konzentriert auf das Feld schütte, wächst es dann auch? Dann wächst ein großer Haufen. Bitte, Mann. Das ist dann, So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist übrigens legit. Ist das, dann oder so? Das ist vollkommen legit, dass das so transportiert werden kann von mir. Das ist realistisch. Ah, okay, ich habe dir auf jeden Fall der Saat voll gemacht wieder. Dankeschön. Bitteschön. Also Blauli, ich bin begeistert. Wovon? Von meiner Art und Weise, wie ich zwei Paletten mit einer einzigen Zange gerade transportiere. Ja, das hast du toll gemacht. Miri, wie schnell kannst du grubern mit deinem Trecker? 11 km/h. Okay. Ich glaube, unsere Kühe, die schreien, die haben Hunger. Die eine ist wahrscheinlich von der anderen gefressen worden. Mir wird auch nur eine angezeigt. Wahrscheinlich wurde eine gefressen. Blauli! Ja? Guck mal. Ultra realistisch, wie das funktioniert. Eine Gabel, zwei Dinger. Easy. Oh nein, jetzt ist es eine weggeflogen. Jetzt ist es weggeflogen. Sehr, sehr schick, Katze, sehr schick. Super gut. Muss man dir lassen. So, jetzt muss ich das Ding wieder ablassen hier. Abkuppeln, Geräte abkuppeln. Wie viel hat denn jetzt in die Schaufel reingepasst? So viel, dass es nichts gebracht hat.
Lass mich raten, der Trecker kann aber nicht dieses... Oder kann ich doch dieses Gerät an sich abmachen? Doch, hey, ne? Klar kannst du. Du musst das Gerät vorne auswählen und dann so abstellen, genau. Ah. Gut, aber es hätte auch dranbleiben können, glaube ich. Aber ist egal. Miri, soll ich weiter grubern? Willst du lieber säen? Ich bin fertig mit grubern. Ja, okay, dann nehme ich den Gruber und gehe hinten auf das andere Feld. Das ist ja auch noch komplett weg muss. Das ist so fies einfach. Ja, Berlui, das wäre nicht passiert. Wenn ich dich nicht auf dem Server allein gelassen hätte, richtig. Richtig. Katzen lässt man nicht unbeaufsichtigt. Mhm. Die machen nur Müll. Ja, ich weiß. Aber Leute, ich glaube, die Folge ist schon zu Ende. Oh, stimmt, hast recht. Ja. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Wenn ja, dann schaltet bei Badui und der Katze vorbei. Und ja, kommt morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt schön feurig. Bleibt schön feurig. Immer noch mein Spruch. Tschüss.